Also wenn man unser Gespräch jetzt mal kondensiert, auch als Vorlage für die Podiumsdiskussion zusammenfassen würde, was wäre sozusagen das konzise Substrat? Mit dem Risiko der Vereinfachung, die in solchen Zusammenfassungen steckt, würde ich sagen, dass es mindestens vier Dimensionen und Aspekte sind, die man für das Thema sehen muss, die man unterscheiden muss, obwohl sie in Beziehung zueinander stehen, aber in der Diskussion beachten muss, wenn man kein Chaos erzeugen will. Und wenn man die zählt, ist das erstens ganz zentral, was ich das Diagnoseproblem nennen würde. Womit haben wir es zu tun, wenn wir von Digitalisierung, digitaler Welt und ihren Konsequenzen reden? In welcher Referenz sprechen wir gerade? Kommunikationstheoretisch, technisch, arbeitsplatzbezogen, beruflich. Und diese klare Zurechnung auf die Dimensionen, die ich Referenzsysteme nenne, Politik, Wirtschaft, Ökonomie, Gesellschaft, Kultur, Bildung, ist das Erste. Das Zweite ist, man muss, wie man die Referenzsysteme präzise klärt, auch präzise sagen, worauf sich digitale Bildung bezieht. Und dann sollte man auf jeden Fall unterscheiden, dass sich digitale Bildung auf zwei unterschiedliche Phasen im Lebenslauf und in den Bildungskarrieren aller Menschen beziehen kann. Auf die Phase der grundlegenden und allgemeinen Bildung, der wir einen jeden unterwerfen, der eine Schulpflichtschule besucht. Und dann muss es universalisiert werden. Das muss jeder dann Anteil haben an diesem Teil der Bildung. Und die Phase der speziellen Bildung, die Vorbereite- und Teilhabechancen an beruflichen und Arbeitstätigkeiten eröffnet. Und meine These ist, dass für einen Kontext der digitalen Bildung der Primat der Allgemeinen gehört. Dass man da anfangen muss, weil dort die Grundlagen und die Voraussetzungen für alles weitere Lernen im Lebenslauf gelegt wird. Das ist das Dritte. Grundlegend für mein Verständnis von digitaler Bildung ist, dass sie den klassischen Kanon der Modi des Weltzugangs, der Grundbildung, den wir haben, dass wir die Welt linguistisch, also als sprachliches Feld verstehen, mathematisch, als ein Feld der Modellierung von Sachverhalten in Zahlen, als ein Feld der historisch-sozialen Urteilsfähigkeit und Urteilsbedürftigkeit und schließlich als ein Feld der ästhetischen Selbstartikulation, dass dieser klassische Kanon der Modi des Weltzugangs durch digitale Bildung weder ersetzt wird noch grundlegend umgestürzt wird, sondern in den medialen, didaktischen, methodischen und Lernmöglichkeiten erweitert wird, dass die Welt, mit der wir zu tun haben, reichhaltiger, anders, differenzierter, neu wird. Nicht unbedingt qualitativ besser, aber anders. Und dass das in diese Modi hinein neu integriert werden muss. Und das ist dann auch der vierte Punkt, die Konsequenzen für die Schule und für das Bildungssystem und für die allgemeine Bildung sind in drei Dimensionen ganz wesentlich zu sehen: organisatorisch, curricular und didaktisch. Wenn ich mit dem Organisatorischen beginne, es ist ganz wesentlich, dass die Schulen sowohl materiell wie finanziell wie personell instand gesetzt werden, diese neuen Möglichkeiten des Zugangs und der Repräsentation von Welt in allgemeinen Lernprozessen auch wirklich zu nutzen. Handlungsfähiges WLAN, nutzungsfähiges Lehrplan, technische Infrastruktur, die gepflegt und kultiviert wird, das kostet viel mehr Geld, als wir uns gegenwärtig vorstellen. Das Zweite ist curricular, richtig produktiv wird dieses Thema erst dann, wenn ich es in alle Fächer integriere. Also nicht in ein Spezialfach absondere, sondern in jedem dieser Fächer, von Mathematik bis zum Deutschen, von den Fremdsprachen bis zu den Naturwissenschaften, von der ästhetischen Erziehung bis zur Religionskommunikation, mich auf diese Welt und mit dieser Welt verständigen kann. Und das heißt, der harte Kern der neuen Herausforderung liegt im didaktisch-methodischen Bereich, in den Praktiken, die ich habitualisieren muss, wenn ich mir die Welt in dieser neuen und basiert auf diese neue materielle Kommunikationsinfrastruktur so neu erschließe, dass ich besser verstehe, wie sie gebaut ist, besser kommunizieren kann, angemessener mich mit anderen verständige und gleichzeitig die Risiken sehe, also die basale Strategie einlöse, Lernen mit Medien und reflexives Lernen über Medien. Denn erst die Einheit von mit und über, von Reflexivität und Initiation macht Bildung aus. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch von mir schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Erstmal Dank an Herrn Tennort, dem man gerne auch noch ein paar Fragen dazu gestellt hätte. Er hat Herr ja noch. Tenort, wenn man unser Gespräch jetzt mal. Jetzt kommt Herr Tennort nochmal. Also nochmal Dank an Herrn Tennort. Es gibt ja noch eine Long Version der ganzen Sache und die würde ich wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Es ist eine halbe Stunde, die ist sehr gut. Nichts fürs Multitasking, also man muss sich da schon sehr konzentrieren drauf. Es ist eine halbe Stunde, aber es ist ein ganz toller Überblick über die wirklichen Fragen, die uns in dem Thema beschäftigen. Er erwähnt ja unter anderem, dass man wegkommen muss von dem
von den, er nennt es den luftigen Geschichten, also von dem Gelaber sozusagen über das Thema. Das hatten wir heute Morgen schon gehört, nicht, dass da gelabert wurde, aber es wurde eben gesagt, es ist gar nicht so klar zu sagen, was meinen wir überhaupt, wenn wir über dieses Thema reden. So. Und das wollen wir jetzt hier in dieser Runde vermeiden. Und zwar, zumal wir auch nicht so wahnsinnig viel Zeit haben und Sie ja auch noch mit ein paar Fragen am Ende zu Wort kommen sollen. Wir wollen also genau dahin gehen, wo das Thema ja ankommen soll, nämlich in den Unterricht, in die Lehrerbildung und eben in die konkrete Schule. Ganz rechts von mir, links von Ihnen sitzt Herr Pallack, Andreas Pallack. Er ist Schulleiter eines Gymnasiums in NRW, Nordrhein-Westfalen, genau des Franz-Stock-Gymnasiums in Arnsberg. Herr Pallack hat mit seiner Schule schon vor vielen Jahren angefangen zu überlegen, was es denn heißt, was es bedeutet, wenn digitale Technik, wenn Computer in die Schule einhalten, wie sich Schule verändert. Und damit wir mal so ein bisschen eine Ahnung haben, was es wirklich vor Ort heißt, Herr Pallack, Herr Tennort hat die verschiedenen Dimensionen jetzt des Lernens mit Medien, über den Medien und so weiter dort genannt. Erzählen Sie ganz kurz, wie weit sind Sie in Ihrer Schule? Wie oft hat ein Schüler zum Beispiel oder Lehrer Kontakt mit digitalen Medien? Jede Stunde, einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Monat? Ganz pauschal lässt sich das natürlich nicht beantworten, aber ich denke, wenn ich da auf meine Schulgemeinde schaue und auf die Diskussionen schaue und auch natürlich das, was ich vom Unterricht mitbekomme, dann ist es zumindest täglich. Und das resultiert aus verschiedenen Umständen. Sie haben gerade gesagt, bei uns haben die Computer Einzug in den Unterricht gehalten. Nee, wir sind anders gestartet. Mhm. Wir haben erstmal die Computer rausgeworfen. Okay. Weil als ich an diese Schule kam, hatten wir ein System mit ungefähr 160 Rechnern und diese Rechner hatten wenig Nutzen für die Kolleginnen und Kollegen, weil sie schlicht und einfach a. veraltet waren und b. auch nicht mit pädagogischen Konzepten übersät waren. Und wir sind damals begonnen und haben gefragt, was wollt ihr denn eigentlich machen? Denkt mal über euren Unterricht nach. Wo denkt ihr, Mensch, da müsste man anfassen und da könnte man tatsächlich auch einen Schritt weiterkommen. Ja, und daraus hat sich etwas entwickelt. Und sie haben gefragt, wie oft kommt der Schüler mit diesen Medien in Kontakt? Ich denke, man muss ja auch über die Qualitäten sprechen, in welchen Zusammenhängen. Und das sind so vier Dimensionen, vier Kategorien oder Säulen, wie immer man sie nennen mag, wo ich denke, wo bei uns Schüler mit digitalen Medien in Kontakt kommen. Das ist einmal, dass wir sehen, Kommunikation ändert sich. Das wurde gerade auch schon angerissen. Wir haben die Beobachtung gemacht, jetzt bei den ganz frischen Fünfern, die haben ihr Handy ganz neu und das ist alles ganz toll und das nimmt unglaublich viel Raum ein in deren Leben. Und dann haben wir gesagt, wir machen erstmal ein Handyverbot. Aber nur kurze Zeit. Wir gehen sofort auf die Schülerinnen zu, reden darüber, das war das Impfen, was gerade vorgestellt wurde, um eben, wir haben in unserer Schule im Allgemeinen überhaupt kein Handyverbot, also die dürfen von den Schülern eingesetzt werden, im Unterricht natürlich nur nach Anweisung der Lehrkraft, um sie eben hier entsprechend zu befähigen. Der zweite, und das ist, glaube ich, wo es bei uns am massivsten zu sehen ist und auch sichtbar ist, ist zur Erweiterung der bestehenden Kulturtechniken und Erhalt der Kulturtechniken. Was bedeutet das? Das Schreiben von Hand war mal in der Diskussion, wenn die Computer Einzug halten, dass das zurückgeht. Wenn man das also fördern möchte, dass Schülerinnen und Schüler gerne von Hand schreiben, so muss man die Schülerprodukte in den Mittelpunkt des Unterrichts stellen. Deswegen haben wir jeden Raum ausgestattet mit einer Dokumentenrahmenkamera, mit einem Beamer-Anschluss, sodass also tatsächlich das, was der Schüler ganz konkret produziert hat, im Unterricht eingesetzt werden kann, weiterverarbeitet werden kann, geteilt werden kann. Der dritte Aspekt ist, dass sich das fachliche Lernen verändert, verbessern kann, attraktiviert werden kann. Das kann zum einen bedeuten, dass im Mathematikunterricht Visualisierungen eine Rolle spielen, aber auch im anderen Fachunterricht. Das ist das, was didaktisch seit vielen, vielen Jahren diskutiert wird, auch kontrovers diskutiert wird, wo der Mehrwert hinterfragt wird, wo ich aber glaube, dass der Kollege tatsächlich vor Ort entscheiden muss. Das ist mein Ziel in dieser Stunde. Das ist das Umfeld, was ich dafür habe. Das sind die Voraussetzungen, das sind die Rahmenrichtlinien, das soll ich erreichen. Wie kann ich das und wie könnten mich digitale Medien dabei unterstützen? Und der vierte Aspekt ist, dass durch die digitalen Medien eben auch neue Inhalte in die Schule kommen. Bei den Kulturtechniken hatte ich gerade ausgeblendet, ja, das Schreiben mit Tastatur. Das ist eine neue Kulturtechnik. Wir sind in Nordrhein-Westfalen eine Pilotschule. Wir dürfen die Lernstandserhebungen seit letztem Jahr tatsächlich am Computer schreiben. Und es wird von unseren Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr begrüßt. Andere Bundesländer sind da durchaus schon einen Schritt weiter. Aber wir sehen, wenn Schüler diese Prüfung sicher absolvieren sollen,
da benötigen sie eben auch diese Grundkompetenzen im Umgang mit einer Tabellenkalkulation, um eben in der Situation des Tests nicht an der Umständen des Tests zu scheitern. Aber neben diesen Inhalten kommen, und das wird auch viel diskutiert, müssen Schüler jetzt alle programmieren lernen. Da haben wir auch reagiert. Wir haben Angebote, beispielsweise Informatik und Technik ab Klasse 5, ist ein Zusatzangebot, wird bei uns von 80 von 140 neuen Meldungen angewählt, um da mal zu zeigen, wie sehr und wie groß das der Interesse ist. Also vielfältige Wege, vielfältige Anlässe, wo Schülerinnen und Schüler mit digitalen Medien in Berührung kommen. Und meine These ist, täglich. Und Sie haben die Computer erst rausgeschmissen und dann aber wieder welche reingeholt. Das heißt, wie machen Sie sich jetzt mit der Technik? Wie oft haben die was anderes oder in der Hand? Ja, das ging damit zusammen. Seinerzeit der Schulträger ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ihr habt hier diese Computerausstattung, die muss jetzt erneuert werden. Wollt ihr das? Und dann war, nachdem diese Umfrage durchgeführt wurde, im Kollegium das Ganze kanalisiert wurde, nein, das möchten wir auf keinen Fall. Wir möchten bitte in jedem Raum eine bestimmte digitale Infrastruktur haben. Wir möchten nicht mit dem Wagen, wo vielleicht ein Beamer drauf ist, durch die Gegend fahren oder iPads von Raum zu Raum schleppen. Sowas haben wir auch. Sondern die Schüler haben Handys. Und diese Handys sind Minicomputer, die schlicht und einfach eine Menge können. Und wenn die Lehrkraft sagt, in meinem Unterricht möchte ich gerne öfters recherchieren, dann kann dafür auch die eigenen Geräte der Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden. Wenn es dann heißt auf der anderen Seite, ja, aber die könnten in anderen Bereichen auch surfen, müssen wir wieder über diesen ersten Bereich nachdenken, Kommunikation, Umgang mit den digitalen Medien, wie können wir die Schülerinnen und Schüler hier stärken. Das heißt, Sie setzen eigentlich schon fast jeden Tag die Handys der Schüler ein im Unterricht? Ich würde das über die Jahrgangsstufen hinwegsehen. Wir versuchen das zu kultivieren. Wir versuchen auch in den jeweiligen Fächern tatsächlich konkrete Inhalte zu finden. Beispielsweise im Physikunterricht gibt es mittlerweile zahlreiche Apps und Anwendungen, wo man tatsächlich auch selber Experimente durchführen kann, was den großen Reiz hat, dass der Schüler die Werkzeuge, die man zum Messen benötigt, nicht nur im Physiksaal vorne sieht, wo der Lehrer irgendwas macht, sondern auch mit nach Hause nimmt. Ich kann tatsächlich mal gucken, wie stark beschleunigt eigentlich der Wagen von Papa, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Und das versuchen wir eben über die Jahrgangsstufen zu kultivieren. Und in der Oberstufe ist es dann, denke ich, auch wirklich, wirklich regelmäßig. Aber das Primat der Pädagogik, es ist überhaupt kein Muss. Wenn es eine Lerngruppe gibt, Erklärfilme in der Oberstufe zu erstellen, wird bei uns sehr, sehr häufig gemacht. Im Mathematikunterricht, im Deutschunterricht hatten Sie auch bei uns seinerzeit einmal gesehen. Und wird von den Schülern eigentlich auch gemocht. Aber es gibt immer wieder auch Lerngruppen, die diese Selbstständigkeit nicht gewachsen sind. Und da muss der Lehrer die Möglichkeit sagen zu haben, das Erstellen der Erklärfilme steht hier nicht im Vordergrund, sondern es ist ein bestimmter Inhalt. Und für diese Lerngruppe wähle ich eine andere Methode, ganz schlicht und einfach. Und bei ihm in der Schule, was wäre jetzt der nächste Schritt, was Digitalisierung angeht? Der nächste Schritt ist tatsächlich ein ganz, ganz dickes Brett. Nämlich mit Blick auf Gute Schule 2020 und auf den angekündigten Digitalpakt haben sich ja die Kommunen auf den Weg gemacht und haben gesagt, ihr sollt jetzt auch entsprechende Planungen abgeben, Medienentwicklungsplanungen. Und das hatte bei uns, aber auch an anderen Schulen den Effekt, dass Lehrkräfte erstmal wieder in Geräten denken. Ja, ich brauche ganz, ganz viele Laptops oder ganz, ganz viele iPads, um in irgendeiner Weise was zu realisieren. Und wir sind gerade dabei, diesen Medienentwicklungsplan in Kombination mit dem Medienpass NRW mit Blick auf unsere Curricula, die wir demnächst neu erstellen müssen im Rahmen von G9, zusammenzubringen und zu überlegen, wie kriegen wir eine Infrastruktur. Auch da haben wir noch die eine oder andere Herausforderung, die wir tatsächlich mittelfristig, und damit meine ich 5 Jahre, ich spreche über Zeiträume von 5 Jahren, tatsächlich auch warten können und die entsprechend verlässlich funktioniert, sodass die Dinge, die in die Curricula geschrieben werden, tatsächlich auch von den Lehrkräften vor Ort umgesetzt werden können. Und zwar ohne sich selber dabei ausnehmen zu lassen. Okay. Indem man eben... Es geht also jetzt tatsächlich um den ganz konkreten Unterricht. Es geht um den ganz konkreten Unterricht. Wunderbar. Herr Palack, vielen Dank. Herr Weichert, das Gymnasium Arnsberg, wir haben es ja gehört, ist ja so ein bisschen auch so ein Vorzeigegymnasium bei dieser Sache, weil Sie sehr früh schon sozusagen angefangen haben. Sie sind vom Forum Bildung und Digitalisierung, veranstalten ja auch mit ein bisschen diese Konferenz hier, zum Zusammenschluss verschiedener Stiftungen für genau dieses Thema. Sie haben da vor 2,5 Jahren, glaube ich, angefangen, haben also ein bisschen den Überblick auch in Deutschland. Wenn Sie jetzt mal sagen,
das Franz-Schock-Gymnasium, das ist so ein bisschen High-End vielleicht noch nicht, aber Sie sind schon ganz schön weit. Daran gemessen, wie würden Sie insgesamt das bewerten? Wo stehen wir insgesamt? Also viele Dinge sind heute schon gesagt worden am Anfang. Ich stimme Herrn Breiter zu, dass die Studienlage relativ gut ist in Deutschland. Und das Forum Bildung und Digitalisierung, da sind relativ viele Stiftungen drin, Bertelsmann-Stiftung, Telekom-Stiftung, die genau zu diesem Feld ja immer wieder Studien auch ins Leben rufen. Wo ich ihm aber nicht zustimme, ist bei der These, dass es nur ein Umsetzungsproblem ist. Bei der ersten großen Dimension, die es anzugehen gilt schon, also wenn wir über IT-Infrastrukturen reden, wenn wir über den technischen Support reden und auch wenn wir darüber reden, wie Weiterbildung quasi angegangen werden soll. Da haben wir ein Umsetzungsproblem, da wissen wir eigentlich schon, wie es besser funktionieren kann. Es gibt aber zwei Dimensionen, die Herr Tenort am Ende sozusagen seiner Vierer-Konstellation angesprochen hat, die für die Schulen sehr, sehr wichtig sind aus meiner Perspektive. Das ist zum einen, dass das pädagogische Potenzial von Digitalisierung nicht erkannt wird. Jeder fünfte Schulleiter, so sagt es beispielsweise der Monitor der Bertelsmann-Stiftung, erkennt nur, dass Lernerfolg gegebenenfalls auch mit digitalen Medien verbessert werden könnte. Also dass der Unterricht sozusagen und das, was die Schüler lernen, besser wird, indem man digitale Medien einsetzt? Also das Potenzial sozusagen, das methodisch-didaktische Potenzial wird nicht erkannt, also was dahinter steckt, was auch daran liegt, dass Digitalisierung immer als ein Zusatzthema wahrgenommen wird. Das ist auch, wir sind auch ein wenig schuld daran, solche Tagungen wie heute haben Digitalisierung drüberstehen und gehen gar nicht so sehr in das Fachliche oder in die anderen Themenstellungen hinein und gerade große Fragestellungen wie Inklusion damit zusammenhängt, Barrierefreiheit, sprachliche Barrierefreiheit, aber auch individuelle Förderung, sogar der Ganztag, können eigentlich nur gut angegangen werden, wenn wir dort das Thema Digitalisierung mitdenken. Das würde ich mir wünschen, aber da haben wir eben kein Umsetzungsproblem, sondern eigentlich ein Sensibilisierungsproblem und auch ein Wissensproblem, wie eine gute Verknüpfung zwischen den Themen und dem Themenfeld Digitalisierung überhaupt aussehen kann. Und das Zweite, und da würde ich auch der Eingangsthese widersprechen, ist das Fehlen von Konzepten und Strategie in ihrer Verbindung. Wir haben auf einer relativ hohen Flughöhe, gibt es das schon, die KMK-Strategie, vielleicht auch ein bisschen den Ansatz der Digitalpakt. Für die einzelnen Schulen ist es häufig noch schwer, sozusagen das Thema Digitalisierung auch als ein strategisches Thema zu sehen für sich in ihrer Umsetzung. Strategisch deswegen, weil sich hier Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung schon ein wenig verknüpfen miteinander auf eine ganz neue Art und Weise. Dafür braucht es einen strategischen Blick und dafür braucht es auch Konzepte. Wenn man die Studienlage anschaut, dann ist es eben an vielen Schulen so, dass immer noch die einzelne Lehrkraft diejenigen sind, die sozusagen den Innovationskern bilden, also die dann mal hier und da tolle Methoden einführen. Das kann eigentlich nicht der Fall sein. Wir brauchen da auf wesentlich höherem Niveau, könnte man sagen, Bemühungen. Deswegen hat mir eigentlich der Titel ganz gut gefallen, den wir heute hier für die Podiumsdiskussion haben, Bildung für die digitale Zukunft, aber eher der Untertitel. Wir machen unsere Bildungsinstitutionen stark, zu starken Akteuren. In diesem stark schwingt für mich ein wenig anderes Bild mit, als es am Anfang mit Baustelle und mit Impfung sozusagen in Zusammenhang gebracht wurde, sondern dann ist für mich eher so das Bild, auch als Sportler, der ich bin, eher das Workout. Ein ganzheitliches, ein abwechslungsreiches Workout, was wir für alle Akteure brauchen, für die Schulen, genauso wie für die Verwaltung, die das umsetzen müssen und dann wunderbar die Schritte durchgehen, die Herr Tenor auch gesagt hat am Anfang. Da müssen wir Trainingsziele festlegen, dann brauchen wir den Plan dazu. Wir brauchen aber auch eine gute Begleitung. Das sind Coaches, das sind ausgebildete Personen, die damit irgendwie in den Prozess reingehen. Und das macht es zu einer ganz schön schwierigen Gemengelage. Ne? Organisationsentwicklung, Schulentwicklung auf den Weg machen, inhaltlich, fachlich. Also da müssen wir ziemlich viel zusammenbringen. Eine große Aufgabe. Und nochmal, wo würden Sie sagen, stehen wir da im Moment so bei den Schulen? Also wie weit sind die meisten noch davon entfernt? Einige haben vielleicht noch gar nichts gemacht, die Mehrzahl macht ein bisschen was. Wie würden Sie das so einschätzen, wenn Sie die Lage insgesamt überblicken? Wer Montag hat aber fair gesehen, hat Jöran Muß mehr als die Metapher der Pubertät verwendet. Ich würde sagen, wir stehen noch vor der Pubertät. Vor der Pubertät, okay. Und die Schulen, die so ein bisschen weiter schon in der Pubertät vielleicht sind, was haben die richtig gemacht? Also Sie haben ja dieses Netzwerk auch von Schulen, die Sie verbinden und so weiter. Ja. Und das sind sicher auch Unterschiede, aber das sind ja auch Schulen, die sich schon früher auf den Weg gemacht haben. Was zeichnet die nun aus? Weil die Probleme, die wir nun alle gehört haben, Infrastruktur, Lehrer, Bildung und so weiter, die haben ja alle. Warum gibt es einige, die weiter sind? Sie haben sich flexibilisiert.
Also sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten, glaube ich, die Rahmenbedingungen flexibilisiert, also personell, manchmal sogar finanziell, wenn sie sozusagen sich Förderung geholt haben für die Ausstattung und für andere Themenstellungen. Sie haben auch ihre Organisationen ein Stück weit agiler gestaltet, sozusagen, auch wieder auf die Personen bezogen und damit Freiraum. Und ich glaube, das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt, der natürlich schwer zu gewährleisten ist, wenn wir über Fachkräfte- oder Lehrkräftemangel sprechen, der aber notwendig ist, um genau solche großen Themenstellungen in ihrer Verknüpfung anzugehen. Also sie haben Freiräume ermöglicht. Interessanter Aspekt, Freiraum. Vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Herr Herzig, auch Sie beschäftigen sich sehr lang schon mit dem Thema. Jetzt ein bisschen von einer anderen Perspektive. Sie sagten mir, Sie sind sogar auch Informatiker mal irgendwie gewesen oder haben das zumindest mal gelernt. Aber in Ihrem Hauptberuf sind Sie jetzt jemand, der Lehrer ausbildet und der forscht genau über dieses Thema. Und Herr Weicher hat das ja schon so ein bisschen in Frage gestellt, ob es nur ein Umsetzungsproblem ist. Was weiß die Wissenschaft denn wirklich, inwiefern diese ganzen digitalen Methoden Unterricht voranbringen kann, Unterricht verbessern kann? Wissen wir da tatsächlich schon, wie die Blaupause ist und wir müssen es nur noch umsetzen? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil man damit eigentlich nur mit einem Begriff antworten kann, der heute auch schon ein paar Mal gefallen ist. Das Problem ist komplex. Ich will das aber vielleicht kurz illustrieren, warum ist das Problem so komplex. Wenn man sich anguckt, was wir im Bereich der Nutzung digitaler Medien in unterrichtlichen, schulischen Kontexten wissen, gibt es eine ganze Vielzahl von Arten von Studien. Es gibt nicht nur eine Vielzahl von Studien, sondern unterschiedliche Arten. Es gibt Studien, die vergleichen, lernt man mit dem Tablet besser als mit dem Buch? Oder mit Tablet besser als ohne Tablet. Dann gibt es Studien, die fragen danach, welche Eigenschaften eines Mediums sind eigentlich lernförderlich. Also beispielsweise die Frage, welche Darstellungsformen, welche Kombination von Text und Bild, Animation und Ähnliches ist eigentlich lernförderlich. Und dann gibt es wieder Studien, das sind häufig experimentelle Studien. Dann gibt es Studien, die stärker ökologisch sozusagen sind, weil sie den authentischen Kontext Unterricht mitbeleuchten und fragen, welches didaktische Setting ist eigentlich bei der Nutzung digitaler Medien lernförderlich und so weiter. Und das macht schon deutlich, dass es eine Vielzahl von Ergebnissen gibt, wo man zwei Richtungen, glaube ich, zunächst mal unterscheiden muss. Das meiste sind Studien, die fragen danach, lernen mit Medien. Wir haben vorhin diese Unterscheidung über und mit Medien gehabt. Also mediendidaktische Fragen. Das, was sich als eigentlich eine unsinnige Frage erwiesen hat, ist die Frage, lernt man mit dem Tablet besser als ohne? Lernt man mit dem Notebook besser als mit dem Tablet? Das sind Fragen. Warum ist das unsinnig? Ja, die ist deshalb unsinnig. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten eine generalisierende Aussage. Wir wüssten heute, mit dem Tablet lerne ich besser. Ja, ist doch super. So what? Jetzt versuchen Sie das mal in pädagogische Settings umzusetzen. Haben Sie da eine Idee, was Sie machen sollen? Nein, außer dass Sie ein Tablet nutzen. Also diese Generalisierung von Aussagen macht deshalb keinen Sinn, weil Sie die ganzen Kontextvariablen, die für das Lernen bedeutsam sind, welche Zielvorstellungen habe ich eigentlich, welche Lernaktivitäten adressiere ich, welche Lernvoraussetzungen haben Schülerinnen und Schüler, welche Inhalte werden da eigentlich bearbeitet, die blende ich sozusagen aus, konzentriere mich auf das technische Artefakt und sage, mit dem geht es besser als mit dem anderen. Und das ist schlichtweg Unsinn. Das hat sich auch in der Forschung als nicht besonders zielführend erwiesen. Wo es relativ viele Ergebnisse in der Grundlagenforschung gibt, ist tatsächlich die Frage, welche medialen Eigenschaften spielen eine Rolle? Also beispielsweise kann ich ein technisches Phänomen durch eine Animation oder Simulation lernförderlicher erschließen, als ich das mit einem reinen Text kann. Da gibt es sehr differenzierte Ergebnisse, gibt es eine Theorie dazu, sogenannte Theorie des multimedialen Lernens, die uns darüber Auskunft gibt, beispielsweise, wenn man ein Bildungsmedium gestalten will. Da gibt es sozusagen Gestaltungsprinzipien, die sehr hilfreich sind. Und die dritte Art von Studien, und das ist eigentlich meines Erachtens diejenige, die am hilfreichsten ist, weil sie letztendlich auch mit Blick auf Praxis Hinweise gibt, aber auch am kompliziertesten ist, deshalb ist die Aussage so schwer pauschal zu beantworten, ist die, in welchen Settings kann ich tatsächlich spezifische, erzieherische oder didaktische Zielvorstellungen mit einzelnen Medienangeboten unterstützen. Und das kann ich tatsächlich nur unter verschiedenen Variablen tun. Das heißt also, das sind komplizierte Studien, die sind aufwendig und, das ist politisch häufig auch nicht so besonders schön, man kann sie eben nicht pauschal verkaufen. Sie können da keine generalisierende Aussage raus machen und sagen, irgendwie ab jetzt müssen Tablets in die Schule oder früher waren es dann Notebooks oder ähnliche Geräte. Also diese Diskussion kann man so nicht führen, sondern sie ist einfach, wenn man sie seriös führt, sehr viel diffiziler. Jetzt muss man allerdings auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht einen Umkehrschluss macht und sagt, weil wir alle evidenzbasiert handeln wollen und wir wollen da nichts tun, was irgendwie planlos ist. Warten wir jetzt nochmal 10 Jahre. Jetzt warten wir mal ein bisschen. Ne? Die Wissenschaft hat festgestellt, dass niemand was vom Tablet hält. Und wenn das so ist, irgendwie, dann lassen wir das. Das wäre jetzt eine schlechte Variante, weil natürlich auch Wissenschaft davon lebt, dass wir
Und das ist ein bisschen, das ist ja ein bisschen typisch auch deutsche Denkweise. Also erstmal abwarten, bis das irgendwie evidenzbasiert ist und dann machen wir was. Sondern wir brauchen auch umgekehrt natürlich und insbesondere auch in Schulen und in Unterricht sozusagen die Offenheit. Das hat ja MRT Nord auch betont, diese Offenheit, sich auf was Neues einzulassen, also Impulse zu setzen, auszuprobieren. Das heißt ja nicht, dass das planlos ist. Ich meine, wir reden über Kolleginnen und Kollegen in Schulen, die sind alle Expertinnen für Lehren und Lernen. Und daraus kann sich wieder Forschung entwickeln und da machen wir auch viel Forschung, wo wir diese Dinge aufnehmen. Aber das ist sozusagen jetzt kein Alibi zu sagen, weil die Wissenschaft eben da an vielen Stellen keine so pauschalen Ergebnisse vorliegen haben, legen wir mal die Hände in den Schoß und machen nichts. Und das, was so als der pädagogische Mehrwert häufig bezeichnet wird, das ist ja auch so eine Variable, die häufig mitfließt und sagt, erst dann, wenn es einen Mehrwert hat, dann machen wir das, der liegt ja noch auf ganz anderen Ebenen. Das, was ich gerade adressiert habe, wird häufig unter der Frage des Lernerfolgs fachlicher Art diskutiert. Also lerne ich besser Mathematik, schneller, effizienter, motivierter. Wäre schön, wenn es so wäre. Also wenn man das so, auch da gibt es durchaus Ergebnisse in bestimmten Kontexten, dass genau das eintritt, aber eben nicht so pauschal, wie ich das eben gesagt habe. Aber es gibt ja noch andere Effekte, die auftreten. Wir haben das gerade gehört, da ändern sich didaktische Szenarien. Da liegt eine neue Qualität drin. Eine neue Qualität liegt darin, dass wir neue Lernaktivitäten haben, die vorher gar nicht möglich waren. Denken Sie an Simulationen, Augmented Reality, Virtual Reality und so weiter und so fort. Auch wenn das noch heute kein schulischer Standard ist. Aber da liegen sozusagen neue Qualitäten und Mehrwerte drin. Und auch für die Lehrperson muss man ja sagen, wenn ich heute Unterrichtsmaterialien entwickle, die ich unter freie Lizenzen stellen kann, die ich gemeinsam entwickle mit Kolleginnen und Kollegen, die ich teilen kann, dann sind das auch Mehrwerte oder qualitative Mehrwerte, die allerdings in der Forschung, muss man sagen, aus genannten Gründen, noch nicht so beleuchtet sind, wie das in dem mediendidaktischen Bereich ist. Also da ist sicherlich noch viel Forschung wichtig und notwendig, die aber stärker auch in Verbindung zum Beispiel mit Schulen stattfindet. Also das ist eine Forschungsrichtung, wir nennen das gestaltungsorientierte Forschung oder Design Research. Das heißt, dort wird in Verbindung mit Schulen an schulischen Problemen gearbeitet. Und zwar in Kooperation mit Lehrerinnen und Lehrern und Wissenschaft. Die bisherige Denkweise war so, wir denken uns mal eine schlaue Fragestellung aus, also ich sage das jetzt etwas flapsig, experimentieren im Feld, schauen, was rauskommt und nach einer bestimmten Anzahl von Jahren sozusagen haben wir Ergebnisse, die dann möglicherweise ins System rückgespielt werden. Das ist ein Innovationszyklus, der heute absurd ist, weil die Innovationszyklen einfach viel, viel kürzer sind. Und wir brauchen eine Kopplung von Forschung und Unterricht, die sozusagen relativ schnell in Unterricht auch fruchtbar werden kann. Und das ist so eine gestaltungsorientierte Forschung, wo wir zusammenarbeiten und sozusagen parallel im Forschungsprozess gemeinsam die Forschungsfragen entwickeln, gemeinsam die Forschungszugänge entwickeln und die auch wieder rückspiegeln. Und das ist sozusagen etwas, was helfen kann, diese langen Fristen im Grunde genommen zu überbrücken und zu sagen, was heute erforscht wird, geht aber auch von der Forschung erst in 5, 6 Jahren in die Schule. Das haben wir ja vorhin bei der Ausbildung schon gehört, wenn unsere Studierenden in die Schulen kommen. Auch das hat sozusagen eine gewisse zeitlichen Versatz, ja. Also, dass man diese Innovationszyklen sozusagen stärker aufnimmt, das ist das eine. Aber das andere ist, es ist eben auch eine andere Art von Zusammenarbeit von Hochschule und Schule oder von Forschung und Praxis in diesem Fall. Und das halte ich auch für eine ganz, ganz wichtige Entwicklung. Wo würden Sie sagen, stehen wir hier, war eben kurz vor der Pubertät oder noch nicht mal Pubertät erreicht, wenn es jetzt um den Unterricht geht, inwiefern tatsächlich digitale Medien Unterricht bereichert, verändert haben? Oder Pubertät oder Kita? Ja, Kita oder jetzt würde ich mich ja selber lügen strafen, wenn ich mich an Pauschalisierung beteilige, die ja in solchen Vergleichen drinstecke. Naja, also ich will das nicht an solchen Entwicklungsphasen festmachen. Ich würde sagen, natürlich haben wir einen Entwicklungsbedarf an der Stelle. Ich meine, wenn wir in entsprechende Studien gucken, was wo gemacht wird, dann ist das klar, dass das nicht in dem Umfang geschieht, in dem wir uns das wünschen, wobei der Umfang, das haben wir auch gerade gehört, möglicherweise gar nicht das Entscheidende ist, sondern es ist die Qualität, die wir damit verbinden. Ich glaube, darauf müssen wir achten. Insofern bin ich, auch wenn das jetzt nicht in Ihrem Sinne ist, aber bin ich immer sehr skeptisch zu sagen, wir stecken da gerade in der Pubertät oder in irgendeiner sonstigen Adoleszentenkrise und lese dann morgen irgendwie, dass das alles ganz fatalistisch ist und was weiß ich was. Okay, schade. War ja ein Versuch wert. Frau Löhrmann, Sie brauche ich jetzt nicht vorzustellen, aber Sie haben ja gehört, wer eigentlich wieder an allem schuld ist. Die Politik natürlich, weil wir wissen sehr viel, aber es wird nicht umgesetzt. Was aber natürlich schon stimmt, ist, dass wir hier eine gewisse Verantwortungsdiffusion haben, sagen wir es mal so, auf den verschiedenen Ebenen. Sie haben das Thema Digitalisierung, auch diese Vorbereitung der KMK-Strategie ja selbst als Ministerin verfolgt. War die Analyse hier richtig? Also ist tatsächlich dadurch, dass es so viele Leute gibt, die da mitmachen oder irgendwie auch nicht mitmachen, dass das Problem, dass am Ende das so langsam geht und dass wir in Deutschland doch noch im internationalen Vergleich nicht ganz hinten sind, aber zumindest nicht ganz vorne sind?
Das Problem ist doch, dass es gibt keine Stunde Null, in der alle Politik in ganz Deutschland für jede Schule, jede Lehrerin, jeden Lehrer, jede Schülerin, jeden Schüler anfängt, etwas Neues erkannt ist, darüber eine Gesamtverständigung da ist und dann alle das im Gleichschrittmarsch durchziehen. Das gilt für alle Fragen in der Schule. Es gibt keine Stunde Null und es gibt keine Gleichförmigkeit. Das ist schwer auszuhalten, das weiß ich. Das weiß ich als Lehrerin, als Schülerin, als Politikerin. Aber das müssen wir uns klar machen, damit wir eben nicht diese Pauschalisierungen nehmen, weil die wecken auch Erwartungen, an denen dann Politik und Realität scheitert. Also das Erwartungsmanagement stimmt auch nicht. Das ist auch noch nicht ausgesprochen. Das Einzige, was noch nicht ausgesprochen worden ist. Dann gibt es Ängste, die haben wir auch noch nicht ausgesprochen. Es gibt Leute, die haben da Angst vor. Auch, und ich sage das Politiker ohne, jetzt, nein, oder? Politiker in dem Fall nicht, aber Politiker werden natürlich eingeholt, weil Verabredungen dann kurz vor Wahlen durchbrochen werden und, das ist aber alles gar nicht die Frage. Aber das spielt mit und das müssen wir uns klar machen, dass zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, die eine andere Ausbildung erfahren haben, Angst vor diesem Kontrollverlust haben. Und das sage ich aber ohne einen Vorwurf, sondern das müssen wir uns klar machen und dann müssen wir gucken, wie schaffen wir denn eine Innovations- und Entwicklungsperspektive in einer Schule und nehmen möglichst alle mit und verständigen uns darauf. Und zwar pragmatisch, dann darf vielleicht auch mal was schiefgehen und dann bricht nicht die Welt zusammen. Besser, als wenn wir gar nicht damit anfangen. Ich habe die Schule besucht, ich habe aber auch ein anderes schönes Beispiel. Bei Schulneugründungen, und wir haben dank Schulkonsens ja 200 Schulen neu gegründet. Wenn Schulen sich neu gründen und sich verabreden, was wollen wir denn machen, nehmen die automatisch diese Frage rein und sagen, wenn wir das gut machen wollen, dann müssen wir das gesamte Kollegium von der neu eingestellten Kollegin bis zu der, die von der Hauptschule an eine Gesamtschule kommt und sich neu sowieso orientieren muss, die 60 ist, ich will da auch mitmachen. Diese Veränderungsbereitschaft muss ich erzeugen in einer Schule und dann muss es natürlich die Angebote geben. Und dann müssen wir an vielen Stellen, die Gesamtkomplexität ist ja hinreichend beschrieben, dann müssen wir eben an vielen Stellen da anfangen und für unterschiedliche Schulen, die an unterschiedlichen Punkten sind, differenzierende, individualisierende Angebote machen. Weil Schulentwicklung, die Illusion will ich auch nehmen. Das geht nicht zuck, zuck mit Ruck oder so, sondern das ist ein anstrengender Prozess. Schulentwicklung ist ein ausgesprochen anstrengender Prozess und der braucht Zeit und der braucht Unterstützung. Das hat Frau Schlie auch gesagt, man muss Entwicklungsmanagement beschreiben. Oh. Wenn das ausgesprochen und verabredet ist, ist das noch lange nicht Wirklichkeit. Und dann ist noch was sehr hinderlich für die Diskussion, diese schematische Herangehensweise. Also das Bild dafür, dass was passiert, ist ja, es gibt eine Cloud für alle Lehrer. Habe ich gedacht, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, viel Spaß mit der Cloud für alle Lehrer. Und was soll das denn bringen? Genauso wie, Hauptsache alle haben ein Tablet und dann wird auf einmal das Lernen einfacher, muss ich mich nicht mehr anstrengen und es wird automatisch besser. Überhaupt nicht, sondern es ist immer eine differenzierte Anstrengungsentwicklung, die vor Ort stattfinden muss. So, und dann kann ich noch mal sagen, wenn das ja gewünscht wird, die KMK genau, das hatte, und das also die KMK, nicht gemotzt ist genug gelobt, kann ich ja zu Herrn Dr. Breiter dann eigentlich noch mal sagen, so schlecht war das offenbar gar nicht. Da gab es gewisse Eitelkeiten, soll das noch die SPD-Senatorin oder lieber dann die CDU, die als Nächste dran ist, verkünden, was da erarbeitet worden ist. Also die Eitelkeiten, aber nicht die Kompetenzfragen. Und es war auch nicht unterschiedlich, wer welche Kompetenzen wollte. Da ist das Verständnis allgemein schon sehr konsensual und gut. Das Thema ist öffentlich aber erst geworden, als die 5 Milliarden in die Welt gesetzt wurden. Da war es auf einmal spannend, vermeintlich, weil es Geld gibt. Aber die Verständigung mit allen Dimensionen, was vermeintlich dann reicht, und das Geld haben wir immer noch, da gab es eine gewisse Aufbruchsstimmung und es gab die Verständigung, hier gibt es noch in keinem Land irgendwelche Gesetze,
sondern wir sind alle mehr oder weniger am Anfang und wir können es in diesem Fall schaffen, nicht A, B oder G, sondern wir wollen hier gemeinsam festlegen, wo legen wir den Weg an, und wir überstürzen auch nicht, sondern wir sagen, das braucht 5 Jahre. Das war eine relativ realistische Einstellung. Und dann gab es die Frage, wer verkündet, wer macht, wer tut, und diese 5 Milliarden sind ja immer noch nicht angekommen. Ja? Und das ist natürlich schon ein gewisses Problem. Und es geht nicht nur um das Geld, sondern es geht, das Geld vermittelt mit pädagogischen Konzepten, mit Schulentwicklungskonzepten und nicht eine Cloud oder Hauptsache ein Tablet. Das ist ein viel zu technokratisches Lernverständnis. Dieses ganzheitliche Lernverständnis, was wir hier alle formuliert haben und auch Herr Tinnott dankenswerterweise, das darf nicht zu kurz kommen. Und da brauchen wir nochmal eine Verständigung eigentlich mit mehr Akteuren als nur der KMK, mit der Wirtschaft, die denkt, Hauptsache ein Fach, Schule wird das mit einem Fach schon irgendwie lösen. Ja, das, so geht das eben nicht. Wenn wir differenziert, empowernd Kinder und Jugendliche befähigen wollen, dass sie in dieser digitalisierten Welt sich orientieren können, und zwar als Subjekte und nicht als Objekte von irgendwas. Dieses Verständnis muss uns doch leiten bei allem, was wir tun. Und dann könnten wir mit gutem Willen eigentlich ein bisschen schneller vorankommen. Und das scheitert nicht, das scheitert aus meiner Sicht nicht am Föderalismus. Es ist nicht der Föderalismus das Problem und auch nicht die Konnexität. Da muss man Verständigungen erzielen, dass alle ihren Beitrag dazu leisten. Und dann kann man meines Erachtens gut vorankommen. Aber ist es nicht jetzt so, das wurde jetzt kurz angesprochen, vielleicht ist es ja auch falsch, dass tatsächlich jetzt viele Schulen, viele Gemeinden warten, dass das Geld kommt und deshalb nichts mehr machen im Moment? Wir haben ja so ein Programm aufgelegt, Gute Schule 2020. 2 Milliarden ist nicht so wenig für ein Land. Alle Kommunen wussten, wie viel Geld sie bekommen. Dann stellte sich heraus, das ist jetzt gar nicht abgerufen. Nachfolgeregierung kriegt jetzt auch mit, dass nicht alles so schnell geht, weil die Kommunen schlicht keine Planungskapazitäten haben, das Geld dann auch vernünftig zu verplanen und es nicht einfach ausgeben für irgendwas. Das ist ja auch richtig, dass es nicht einfach ausgeben, sondern sinnbezogen ausgeben. Also trotzdem wäre es gut, es kämen die digitalen Mittel des Bundes dazu, weil man natürlich mit ein bisschen mehr Geld mehr machen könnte. Aber die Kommunen sind ja auch willig. Es sind ja eigentlich alle willig, an dem Thema was zu machen. Und wir brauchen eine Verknüpfung der verschiedenen Ansätze, damit nicht der eine das macht und der andere das macht. Und wenn die Länder Breitbandausbaustrategien anlegen, dann sollten sie natürlich nicht nur an die Wirtschaftsförderung denken, sondern auch an die Krankenhäuser und auch an die Schulen und auch an die Kitas, damit nicht hinterher die Leitung neu gelegt werden, wenn einem dann einfällt, dass man das auch berücksichtigen sollte. Aber erstmal denken wir an die Schulen heute. Natürlich. Ja, Vernetzung der Akteure war mein Stichwort, weil ich glaube, immer nur Adressatpolitik funktioniert tatsächlich in dieser Form nicht, wenn wir die Bildungsinstitutionen zu starken Akteuren machen wollen, wie es dort auch steht. Mein Plädoyer wäre tatsächlich immer die Vernetzung der Schulen, wie wir es auch im Werkstattprozess Schulentwicklung digital als Forum tun, miteinander voranzutreiben. Also Schulen, vernetzt euch. Also die Vorreiter, die Pioniere, durchaus mit denjenigen, die noch nicht so weit im Prozess sind, um gemeinsam miteinander zu lernen. Und zweiter Schritt, vernetzt euch nicht nur, sondern holt euch externe Expertise in den Prozess hinein. Denn es ist ein komplexer Organisationsentwicklungsprozess und ich sehe an vielen Stellen nicht, dass im System das Know-how da ist. Hier sitzen viele Initiativen, von den jungen Tüftlern angefangen, ich weiß nicht, ob die Digitalwerkstatt her ist, die EduLabs, die sozusagen aus zivilgesellschaftlicher Perspektive viel dazu beitragen können, dass genau dieser Prozess forcierter angegangen wird und die auch Hilfestellung leisten können, weil dort das Know-how für Organisations- und Veränderungsprozesse tatsächlich da ist. Das würde ich mir wünschen, auch um den Blick eher zum Produktiven zu wenden. Erster Schritt, Vernetzung miteinander, unterschiedliche Stufen, damit man voneinander lernen kann. Und der zweite Schritt, holt euch Expertise rein, damit diese digitalen Workouts in irgendeiner Art und Weise wird die denn heute zu wenig abgerufen? Gibt es eigentlich viel mehr Hilfe, vielleicht sogar mehr Geld, als die Schulen in Anspruch nehmen? Ich glaube, sie wird noch nicht gesehen. Und da wieder auch ein bisschen der Adressat Politik, wenn man dann Digitalräte ins Leben ruft, die nur aus Wirtschaft und Wissenschaft bestehen, wo die zivilgesellschaftliche Perspektive fehlt, dann sendet man auch kein Signal an die Länder oder an die Schulen, dass man sich eben diese Perspektive gerade im Digitalisierungsprozess, wo die Gemeinwohl Perspektive von Organisationen wie Wikipedia genauso wichtig ist wie die von SAP, die heute vorgestellt wurde, dass die eingeholt werden kann. Insofern glaube ich eher da, die Sichtbarkeit müsste da gestärkt werden. Okay. Und tatsächlich Vernetzungsbestrebungen werden in einigen Bundesländern angegangen. Hier müsste man forcierter angehen, denn das digitale Zeitalter ist ein kollaboratives, ist ein kooperatives und vernetzendes, dass man auch die Arbeitsstrukturen, in denen wir uns alle bewegen, Tag für Tag, auch auf den schulischen Kontext überträgt. Herr Herzlich dazu. Sie dürfen auch gerne klatschen, wenn Sie meinen, dass Sie es müssen oder sollten.
Also ich würde gerne, was die Akteure angeht, vielleicht ein Akteur, der vorhin auch schon mal genannt wurde, nochmal ins Bewusstsein heben, wo die Frage auftrat, wie kann man eigentlich unter einer zeitlich sehr engen Perspektive sozusagen Erfolge im Sinne von Veränderung von Schule bewirken, wo klar war, dass die Ausbildungsinstitutionen, die sozusagen die Kolleginnen und Kollegen in Anführung liefern, die in Schule aktiv werden, eben auch eine Ausbildungszeit von 5-6 Jahren haben, dann kommt Vorbereitungsdienst und so weiter, bis sie dann tatsächlich in der im schulischen Alltag dann aktiv werden können. Das heißt also Lehrerbildung. Mhm. Ein bisschen dafür sensibilisieren noch einmal, was kann Lehrerbildung tun dafür oder was wird im Moment auch getan? Und dann würde ich gerne mal auf einen Punkt eingehen, der im Moment in der Diskussion ja auch immer sehr stark gehypt wird. Was ist so mit so neuen Themen? Wir müssen jetzt eigentlich alle coden können oder programmieren können und so weiter. Das ist ja auch etwas, was diese Diskussion insgesamt etwas überschattet, was Herr Tenort ja, und das finde ich an vielen Stellen auch sehr gut nachvollziehbar, etwas gedämpft hat, so nach dem Motto, also wir reden an vielen Stellen über Allgemeinbildung und nicht über spezialisierte Bildung, und Allgemeinbildung hat viel damit zu tun, das Lernen zu lernen, also sozusagen Fähigkeiten, für die wir inhaltliche Anlässe brauchen, die aktuell sind, an denen auch solche Themen eine Rolle spielen. Aber eigentlich geht es um Grundkategorien oder kategoriale Einsichten, wie wir als Bildungswissenschaftler vielleicht eher sagen würden. Also in der Lehrerbildung, glaube ich, diese beiden Punkte, didaktische Anforderungen und erzieherische Anforderungen, ist etwas, wo einerseits die Fächer auch etwas tun, denn die Fächer ändern sich. Also das Fachverständnis ändert sich ja auch mit der Digitalisierung. Also ein Fach Deutsch ist heute nicht mehr eins, wie es das vor 20 Jahren war, und Fach Geschichte auch nicht mehr, weil man sich vorstellt, dass heute ein amerikanischer Präsident mit 140 Zeichen die Welt regiert. Ich sage das etwas verkürzt hier, aber ich glaube, man sieht deutlich, dass dort ein Fach Geschichte beispielsweise von Digitalisierung ja nicht abgeschnitten ist, sondern ganz neue Aspekte und Themen diskutieren muss. Und das gilt für alle Fächer. Und da ändern sich auch sozusagen Fachverständnisse, die auch in die Lehrerausbildung einfließen, die zunächst einmal gar nicht so unter dem großen Label Medienbildung laufen, sondern das sind erstmal durchaus fachliche Zusammenhänge, in denen ja quasi aus der Natur der Sache heraus Digitalisierung, Mediatisierung ganz, ganz wichtige Themen sind. Wobei das eine eben eher didaktische Fragen sind und das andere sind sozusagen eher Fragen, wie setze ich mich mit solchen Phänomenen auseinander im Sinne der Medienbildung, dieses reflexiven Zugangs, den Herr Tenort betrachtet hatte. Da entsteht allerdings ein Problem, auch das hatte Andreas Breiter vorhin schon mal angesprochen, mit ja, diesen wenig abgestimmten Prozessen. Also wir haben beispielsweise die Frage erste Phase, zweite Phase Lehrerbildung. Da sehen wir im Moment, dass die Entwicklungen auch an vielen Stellen, ich sage mal, singulär laufen. Die Phase macht etwas und diese Phase macht etwas und unsere Aufgabe ist etwas, und das ist nicht immer ganz trivial, weil die Rahmenbedingungen eben nicht immer ganz einfach sind, das aufeinander abzustimmen. Also diese Systeme auch so zu koppeln, dass wir in der ersten Ausbildungsphase mit der zweiten Ausbildungsphase, und wir haben Elemente beispielsweise in vielen Bundesländern ja auch, sowas wie Praxisphasen oder Praxissemester, wo wir gemeinsame Ausbildungselemente gestalten und diese auch im Hinblick auf Digitalisierung, Mediatisierung eben gemeinsam auszuformen. Das ist der institutionelle Aspekt. Aber ist es denn tatsächlich so, dass die jungen Lehrer an den Unis das mitbekommen? Also ich höre immer, dass die Lehrerausbildner mit diejenigen sind, die am allerwenigsten von diesem digitalen Ahnung haben. Ja, es gibt tatsächlich Studien, dass dass Lehramtsstudierende nicht gerade die medienaffinsten sind. Was möglicherweise erstmal ein bisschen Befremden hervorruft, wenn man sagt, naja, eigentlich sind es diejenigen welche, ne? Später mal dafür sorgen sollten, komm mal das. Das ist tatsächlich so, und insofern ist da eine relativ wichtige Aufgabe der Lehrerbildung auch, genau dieses Thema zu sensibilisieren. Das mag unterschiedliche Gründe haben, über die man spekulieren kann. Also da gibt es meines Wissens keine validen Ergebnisse. Man sagen kann, an dem Punkt müsste man angreifen, damit man sozusagen dieses Phänomen aufgreifen kann. Das ist so ähnlich wie die Frage, warum ist das eigentlich geschlechtsspezifisch so ungleich verteilt, was den Lehrberuf angeht. Auch da gibt es unterschiedliche Ansätze. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wichtig ist ja, dass wir dieses Thema sozusagen aufgreifen, in der Lehrerbildung adressieren. Da gibt es unterschiedliche Unterstützungssysteme. Eins davon ist ja die KMK-Strategie, ganz wichtig. Und anderer ist ganz wichtig für uns, dass die Bildungsstandards sich ändern, weil wir über die Akkreditierung von Studiengängen sozusagen über die Bildungsstandards eine orientierende Leitlinie haben, dass das auch verbindlich wird. Denn Hochschulen müssen diese Dinge auch in der Lehrerausbildung gemeinsam ausfechten. Da gibt es Inklusion, da gibt es Heterogenität, da gibt es Diagnose und Förderung, da gibt es Alphabetisierung, alles Querschnittsdisziplinen, die wir ausbilden müssen, und Digitalisierung, Mediatisierung. Also Sie wünschen sich da mehr Druck von der Politik, weniger Druck, sondern mehr Verbindlichkeit sozusagen. Das haben wir aber jetzt Gott sei Dank mit dieser KMK-Strategie und mit der Änderung der Bildungsstandards, die jetzt stattfindet, geschafft. Weil das, glaube ich, wichtige Rahmenbedingungen sind, die es uns erleichtern, als Hochschulen sozusagen die nächsten Schritte, und zwar auch verbindlich zu machen. Mhm. Ja, ganz kurz. Auch einfach nur das Beispiel, nicht additiv vorzugehen, sondern integriert.
Wir haben dann mit dem Lehrerausbildungsgesetz, mit der Novelle, das so gemacht, dass wir gesagt haben, nicht jetzt zusätzlich alle sollen das und das lernen, sondern in den verschiedenen Fächern soll eben dann eine Lehrprobe im Vorbereitungsdienst unter dem Gesichtspunkt, wie mache ich das denn jetzt mit Englisch oder Religion, unter dem Aspekt Digitalisierung, wie wende ich das vielleicht an, weil ich einen besseren individualisierten Unterricht machen kann und was lerne ich darüber hinaus im Zusammenhang mit diesem Feld. Also man kann es verknüpfen und es muss nicht immer alles obendrauf gepackt werden, damit alle die, die damit zu tun haben, die Schultern einziehen und denken, oh, das kriegen, müssen wir das denn jetzt auch noch machen? Das setzt aber voraus, dass ich ein ganzheitliches Bildungsverständnis habe. Und das haben, glaube ich, nicht alle in Deutschland, weil viel zu viel technokratisch gedacht wird und nicht aus Sicht der Schülerinnen oder Schüler und derer, die Schule machen. Vielen Dank. Ganz kurz noch. Kurze Verlängerung und nicht, also auch nicht nur technokratisch, sondern auch in den bisherigen Strukturen. Wir haben sehr über die Lehrerinnen-Weiterbildung gesprochen. Viele der zukünftigen Lehrerinnen, die werden niemals diesen Zyklus durchlaufen haben. Insofern viele Chancen, auch über neue Formate nachzudenken, jenseits dessen, was an der Universität oder in irgendeiner quasi Zwischenphase, also zweite Phase Lehrerbildung passiert, sondern eben punktuelle Fortbildungen, die dann im Kollegium gesteuert werden müssen, damit wir die mitnehmen, die als Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger mit dazukommen. Also auch für die sogenannten Probleme, da liegen viele Potenziale, um das Thema anzugehen, weil die Formate sich ändern müssen. Haben Sie da noch einen Hinweis, Herr Pallack, weil das Stichwort Angst fiel ja sozusagen, dass viele Lehrer da noch Angst haben. Bei uns war das Stichwort ja starke Akteure. Wenn jemand Angst hat, dann wird er kein starker Akteur. Gibt es diese Angst noch, beziehungsweise wie haben Sie es vielleicht geschafft? Weil von Anfang an waren ja auch nicht alle Ihre Kollegen begeistert und gesagt, super Idee, wir machen genau das. Nee, die Begeisterung hat sich am Anfang tatsächlich in Grenzen gehalten. Das muss man sagen. Und als ich angefangen habe in der Schule im Jahr 2013, habe ich sicherlich auch aus Unvorsicht die eine oder andere Tür zugeschlagen. Ich konnte sie aber wieder öffnen, die Türen. Also als wir damals in die Diskussion eingestiegen sind und eigentlich klar war, ich möchte gerne in Richtung Digitalisierung, kam eine Kollegin zu mir und die sagte, Herr Pallack, ich habe ein Problem. Ich traue mich aber nicht so recht, Ihnen das zu sagen. Ich brauche einen neuen Videorekorder. Videorekorder, genau. Sie hatte ihr ganzes Unterrichtsmaterial, also auf VHS-Kassetten, und hat jetzt gesehen, jetzt verschwinden diese ganzen Fernseher auf den Rollwagen und werden ausgetauscht. Was habe ich gemacht? Ich habe der Kollegin einen neuen Videorekorder gekauft. Und zwar ganz schlicht und einfach aus dem Grund, die wollte Filmanalyse im Englischunterricht machen. Und den Mehrwert, den sie jetzt gehabt hätte, wenn ich sie in irgendeiner Weise gezwungen hätte, das Ganze auf Stick zu ziehen, ihren Computer mitzubringen, das Ding anzustöpseln, der wäre minimal gewesen. Also die Herausforderung, was soll dir diese Anekdote sagen? Diese Herausforderung ist, glaube ich, die Lehrkräfte ernst zu nehmen und zu wissen, dass die Einstellung und Haltung, die die haben, maßgeblich sind für den Erfolg, den ein Schulentwicklungsprozess haben kann. Und deswegen ist die erste Frage tatsächlich gewesen, was braucht ihr? Und bei uns, der Türöffner, waren tatsächlich Dokumentenkameras in jedem Raum. Wir sind MINT-Exzellenzschule und wir wurden da auch extern evaluiert vor einigen Jahren und konnten deswegen relativ gut nachvollziehen, wie groß die digitale Durchdringung bei uns ist. Und ich hatte eingangs gesagt, täglich. Ja, aber durch diesen Türöffner haben wir eine Durchdringung von weit mehr als 80% erreicht, sogar, ich glaube, weit mehr als 90%. Also faktisch jeder nutzt diese digitale Infrastruktur. Das heißt also, jeder ist in der Lage, zum Beispiel auch mit Hilfe von Schülern, einen Beamer anzuschalten. Das ist schon keine Selbstverständlichkeit. Okay. Und ich habe da auch jedes Mal Respekt vor. Wenn ich irgendwohin eingeladen werde, ich muss meinen Beamer, meinen Laptop anschließen, habe ich auch Angst. Ganz klar. Auch wenn man mir sagt, das funktioniert alles. Also, ja. Okay. Also durchaus. So kann man es nennen. Und alleine dadurch, dass das eine Sache ist, die sicher ist, die läuft. Ich komme in den Raum, ich weiß, das funktioniert. Ist der nächste Schritt möglich? Es gibt doch für das Fach Englisch hier entsprechendes Material zum Schulbuch passend, was eingesetzt werden kann. Es gibt doch die Möglichkeit, Schülerumfragen anonymisiert durchzuführen, beispielsweise anschließend auszuwerten. Und wenn ich jetzt das Display meines Smartphones nicht projizieren kann, weil ich den Datenträger nicht habe, kann ich es zumindest unter die Dokumentenkamera legen. Jetzt kann man sagen, das ist hemdsärmlich. Ja, aber es sind Türöffner.
Okay. Man nimmt also die Lehrkräfte da ernst, man setzt die Möglichkeiten um. Und Sie hatten von Möglichkeiten gesprochen, das Ganze zu flankieren. Im ersten Teil der Lehrerausbildung, zweiten Teil der Lehrerausbildung, was kann Politik machen? Ich glaube, man darf nicht vergessen, die Menschen irgendwann mal dafür zu begeistern. Mhm. Okay, vielen Dank. Also durchaus Verständnis auch für Ängste. Ja, und ja. Auch solche Dinosaurier mitzunehmen, die noch mit VS arbeiten. Ich kriege schon einen Zeithinweis. Trotzdem wollte ich Sie, weil wir auch einen Tick später angefangen haben, trotzdem noch mal mit in die Debatte reinnehmen. Dort sehe ich schon eine Meldung. Wo sind die Mikros? Hier. Genau, seien Sie so nett. Wie gesagt, ist klar, kurz vorstellen, kein Referat, nur Frage. Mein Name ist Emma Hillerich. Ich habe lange in der brandenburgischen obersten Schulaufsicht in der gymnasialen Oberstufe gearbeitet, mich auch mit Fragen der medialen Infrastruktur auseinandersetzen müssen. Und ich habe eine Frage an Herrn Pallack. Ich fand es toll, dass Sie gesagt haben, wir nutzen die Handys der Schüler. Das kann ich mir für Unterricht hervorragend vorstellen. Wie sieht es aus bei der Prüfung? In Prüfungen müssen Sie gewährleisten, dass alle Prüflinge die gleichen Ausgangsbedingungen haben. Wie kriegen Sie das mit den Handys der Schülerinnen und Schüler hin? Warten Sie mal ganz kurz, gibt es noch andere Fragen? Dann sammeln wir ein bisschen, sonst beantworten wir gleich diese Frage. Überlegen Sie noch mal, ob Sie andere Fragen haben. Sehe ich im Moment nicht. Überlegen Sie noch mal, dann antworten Sie erst, Herr Pallack. Also Handys werden... Ja. Stern? Ja. Handys werden bei uns derzeit nicht in den Prüfungen eingesetzt. Zwar gilt der Grundsatz, in Anführungszeichen, was in den Prüfungen nicht vorkommt, wird im Unterricht nicht gemacht, vollkommen klar. Aber die Handys der Schüler setzen wir eigentlich als Werkzeug in den jeweiligen Situationen ein. Aber es gibt Schulen, und da haben sich einige Schulen in Bayern jetzt auf den Weg gemacht. Ich durfte letztens mich mit jemandem unterhalten, eine Schule aus Landau, die tatsächlich für den Mathematikunterricht da Lösungen gefunden haben. Wenn Sie da Interesse haben, kommen Sie gleich auf mich zu. Ich kann da gerne den Kontakt herstellen. Die sind da einen deutlichen Schritt weiter als wir. Fragen, Hinweise? Sonst machen wir hier kurz weiter. Dort, ja. Gleich. Kai Stöck, ehemaliger Schulleiter der Stadtteilschule in Hamburg. Was mich noch ein bisschen enttäuscht, ist die Antworten oder sind die Antworten auf die starken Akteure. Mhm. Vernetzen, richtig? Da gibt es ja aber noch mehr. Und das kostet auch was. Also wer stark werden will, der muss auch ein bisschen in die Tasche greifen. Also mir fällt zum Beispiel das Stichwort ein, damals autonome Schule, heute SVL, selbstverantwortete Schule. Das stagniert aus meiner Sicht zurzeit und reduziert sich auf Personal, Finanzen und das eine andere Tüdelüt. Wie, eine Frage an dich, Silvia, wie kann sich Politik so verorten, dass die Schulen eine stärkere Autonomie erfahren, um tatsächlich ein starker Akteur in diesem Prozess zu sein? Also auch Paroli zu bieten. Ist ja ein anders gelagerter Prozess, der gewollt sein muss. Also ich meine, ich bin ja bekanntermaßen eine Verfechterin auch der selbstständigen Schule und habe auch da fast noch größere Schwierigkeiten zu bewältigen gehabt beim Einführen als bei anderen schwierigen politischen Entwicklungsprozessen. Weil auch da die Ängste, also es wollen längst nicht alle Schulen selbstständig sein. Ja? Es gibt Schulen, die möchten lieber verwaltet werden. Ja? Weil es natürlich auch anstrengender ist. Und da sind Akteure gewesen, die ganz stark blockiert haben und versucht haben, mir Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Da war ich noch nicht Ministerin, das war in der Phase davor. Es ist Gott sei Dank inzwischen in Nordrhein-Westfalen unumstritten, dass wir die Schritte weitergehen. Das ist keine parteipolitische Frage mehr. Aber ich kann mir da viel mehr Möglichkeiten vorstellen, die zum Teil aber an Grenzen kommen, etwa fächerübergreifendes Arbeiten und andere Dinge, etwa die Frage lehrendes, nicht lehrendes Personal, wie können wir da stärker, wie können wir mit Zivilgesellschaft stärker zusammenarbeiten. Da gibt es aber zum Teil Beschränkungen, die auch nicht allein auf Landesebene liegen.
Und da wäre mein Ansatz immer, wie in anderen Fragen auch, Dinge ermöglichen, ohne sie zu verordnen, damit die, die vorangehen wollen, die Dinge ausprobieren wollen, die Möglichkeiten haben, ich aber nicht die, die vielleicht gerade in einer anderen Phase ihrer Schulentwicklung sind, sich wieder überfordert fühlen und sagen, das jetzt bitte nicht auch noch. Wir sind jetzt gerade in der Fortbildung zum Thema Nutzung der digitalen Medien in diesem oder jenem Fach. Also da finde ich, muss man auch den Schulen individuelle Entwicklungen eröffnen und ermöglichen, ohne sie zu sehr unter Zwang zu setzen. Das müssen sich alle auch immer klar machen, die das alles besser wissen. Die Schulen stehen vor enorm großen Herausforderungen und müssen dabei begleitet werden. Und manche, Sie haben das gefragt, sind alle in der Pubertät. Ich finde das auch ein schlechtes Beispiel. Ja? Manche sind eben in manchen Fragen noch nicht unterwegs und andere sind schon im Erwachsenenalter. Also da haben wir eine große Vielfalt und müssen alle an den Stellen, an denen sie sind, begleiten und weiterentwickeln. Beim Thema Selbstständigkeit, Autonomie genauso wie beim Thema Qualitätsentwicklung oder beim Thema Digitalisierung. Ein bisschen mehr... wie soll ich das sagen, auch Gelassenheit für Entwicklungen. Ja? Die Schulen machen alle ihre Arbeit auch so gut sie können. Und da sollten wir nicht immer so drauf rumhacken. Sehr gut. Vielen Dank. Vielleicht noch einmal ganz kurz jeder eine Einschätzung. Einige sind schon sehr weit, einige haben noch gar nicht angefangen oder haben gerade erst angefangen. Einige stecken eben in der Mitte. Fangen wir bei Ihnen an, Herr Palack. Was würden Sie denn raten, eine Schule jetzt nicht warten, dass aus Berlin die Milliarden jetzt kommen, sondern wir fangen jetzt an, wir wollen jetzt anfangen. Was würden Sie denen raten? Was sollen die tun? Ich würde Ihnen raten, sich fachlich, also in den Fächern, kleine, feine Beispiele anzuschauen, sei es Erklärfilme oder irgendetwas anderes, wo man in der Fachschaft drüber redet und sagt, das kann man sich gut vorstellen, kleinen Piloten zu machen. Vielleicht, wie Herzig das auch gesagt hat, noch dritte Akteure einzubinden, die das vielleicht von außen auch ein bisschen betrachten und schlicht und einfach so klein beginnen und dadurch die Bedarfe definieren. Herr Herzig, haben Sie noch einen Tipp? Was kann die einzelne Schule tun? Kann ich mich ja eigentlich nur anschließen. Jetzt bin ich ja nicht Schulvertreter, aber egal. Den Ball aufzunehmen und zu sagen, irgendwie sich mit anderen Partnern zusammenzuschließen, also auch durchaus jetzt in meiner Funktion, Hochschulen, Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung in der zweiten Phase oder Zentren für Lehrerausbildung, also Professional Schools anzusprechen und dort Verbindungen einzugehen, Koalitionen einzugehen, sich Expertise, Beratung, Kooperation einzuholen. Und zwar, ich meine jetzt nicht Expertise im Sinne, wir erklären den Schulen die Welt. Das ist ein Verständnis, das hat eine Zeit lang mal leider die erste und zweite Phase irgendwie bestimmt. Das ist Gott sei Dank anders, nämlich auf Augenhöhe sowas anzugehen. Und ich glaube, das sind produktive Partnerschaften, mit denen man dann auch Digitalisierung bewältigen kann, bei allen außen, von außen erforderlichen Rahmenbedingungen, über die wir heute, glaube ich, lange diskutiert haben. Also ich will jetzt nicht sagen, das geht von alleine, sondern das ist natürlich mit den Unterstützungssystemen notwendig. Wunderbar. Haben Sie noch einen anderen Tipp? Sonst... Natürlich sofort ins Internet gehen und sich bei der aktuellen Ausschreibung des Forum Bildung Digitalisierung bewerben. Wir haben gerade einen Schulentwicklungs-Digital sozusagen Ausschreibungsprozess, wo sich interessierte Schulen aus ganz Deutschland bewerben können, um eben genau diese Punkte miteinander zu besprechen. Sie sind herzlich eingeladen. Sehr gut. Sie noch einen anderen Tipp? Nein, Frau Löhmann hat keinen Tipp mehr. Wunderbar. Dann danke ich hier der Runde, danke Ihnen und würde jetzt dem nächsten Podium sozusagen hier den Platz räumen. Vielen Dank. Genau.